willkommen zu einer weiteren Folge Bad Wars Stats Bush mit Vesox. Hi. Ja, Leute, und diesmal haben wir zwei süßen Schnuckel auch ein Thema am Start. Und zwar, wir haben ein kleines Community-Projekt geplant. Besser gesagt, der Vesox kam mit der Idee rum. Und dafür könnt ihr auch mal schon mal bei ihm vorbeischauen, denn ich finde die Idee echt nice. Und die kam ihm mal nicht unter der Dusche. Ich dusche halt so selten, da kommt mir keine Idee mehr. Ah, alles klar. Okay, ja, auf jeden Fall, das Thema, besser gesagt, diese Community-Aktion wird folgende sein. Wir haben ein paar Runden mit unserer Community geplant, da viele gefragt haben, ob man mal mit uns bzw. gegen uns zocken könnte. Und ja, in dem Fall haben wir uns was überlegt, und zwar, ihr könnt euch in den Kommentaren für, nennen wir es jetzt Turnier oder einzelne Runden? Wir nennen es erstmal einzelne Runden. Wir nennen es jetzt erstmal einzelne Runden nennen. Aber öffentlich heißt es dann Turnier. Weil es ist ja immer noch ein Best-of. Eben. Von vielen Leuten. Junge, weißt du, der eine fällt aufs gleiche Mittrick rein, der andere geht mit Double-Combo und fliegt 0. Okay. Naja, auf jeden Fall wird es dann so ablaufen. Wir haben folgende Maps zur Auswahl. Einmal Antic, einmal Rustic und einmal Tippies war auch noch dabei, ne? Ja, Tippies. Genau. Und zwar könnt ihr euch bei Antic, können sich halt 3 Teams bewerben. Und genauso wie bei Rustic? Genau, bei Rustic genauso. Bei Tippies können sich allerdings nur 7 bewerben. Also nur 7? Ja, okay, was heißt hier nur 7? Es sind schon viele. Es sind mehr als bei den anderen. Was redest du eigentlich gerade? Ja, sorry. Lass mich. Du bist durcheinander, oder? Ja, bin ich das nicht immer? Ja, doch, eigentlich schon. Ja, also, finde ich auch. Ja, also 7 auf Tippies, 7 Teams, 3 auf Rustic und 3 auf Antic. Und ja, wie könnt ihr euch bewerben, ist jetzt wahrscheinlich eure Frage, wenn ihr bis hierhin schon geschaut habt. Das geht ganz einfach, und zwar ist unten in der Beschreibung ein Template für die Bewerbung. Und ja, die füllt ihr ganz einfach aus, schickt sie in den Kommentaren und in die Kommentare, und ja, schon habt ihr euch beworben. Und ja, wir werden dann random rauspicken, wer rankommt und wer nicht. Das war gerade ein Scheiß. Ja, Anforderung ist auf jeden Fall Premium, weil es sonst einfach viel zu umständlich wäre, in welche Runden reinzukommen. Ich glaube, das wird von uns aufgenommen, oder? Natürlich wird es von uns aufgenommen. Und Aufnahmen von anderen sind natürlich auch immer erwünscht. Könnt gerne auch mal aufnehmen, wie wir euch... Okay. Aha. Ja, Vesox. Nein, also wie gesagt, Aufnahmen sind erwünscht, Premium ist Pflicht, und ja, ansonsten gibt es halt wirklich keine Anforderungen, außer ein Mate zu haben. Das wäre schon sehr vorteilhaft. Ja, also, ihr könnt euch natürlich auch bewerben, ohne ein Mate zu haben. Das ist überhaupt kein Ding. Danke. Das kriegen wir schon hin, da euch ein Mate dazu zu holen. Und ich würde sagen, das war's jetzt eigentlich oder so. Auf jeden Fall in der Beschreibung seht ihr dann noch die restlichen Voraussetzungen und so weiter. Lest euch das am besten alles gut durch. Ich schicke das gleich nochmal an Kotti. Und genau. Hier. Ja, das war's. Dann bin ich schon mit den Infos. Schaut bei Vesox vorbei und ja, viel Spaß beim Bewerben. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß dabei. Wir werden uns dann halt auch alle auf dem TS nochmal sprechen. Davor und danach. Vielleicht zocken wir danach auch nochmal ein paar Runden. Werden wir sehen. Ja, ja. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss mit dir. Ja.